Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Walking Zombie Teil 2 mit mir, eurem Fisherman, dem Kindesretter, dem Retter der Witwen und Waisen. Und kaum gerettet will das Kind schon wieder was von mir. Oh. Oh. Danke für die Info und bin schon unterwegs. Soll ich die jetzt alle abknallen? Oder doch vorbei sneaken? Okay, da waren mal Banditen. Hallo, Madame. Zombie-Fettsack, okay. Ist gar nicht mal so ohne. Oh, da reicht ein Schuss. Umsonst weggelaufen die ganze Zeit. Ach, soll ich graben? Muss ich wohl wieder graben? Ich habe überhaupt keinen Platz mehr. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ob ich da irgendwelche Bücher auch dich weglesen kann? Wie ein Pirat so. Ich schaue noch kurz ins Haus. Vielleicht haben die Banditen was hier lassen. Obwohl ich denke mir, eventuell kann das ein neuer Quest sein. Nö. Nö. Nichts. Das war ja easy, bis auf den Fettsack, der hat mir ein wenig Angst eingeflößt. Erledigt, es war die Hölle, das stimmt. Plus 5 Karma, oh yeah. So, hier verkaufen wir wieder unseren Schrott. Das passt alles. Weißt du, Nahkampf ist überhaupt nicht meins. Ich laufe lieber. Ich laufe lieber weg. Geld. Was kann mein 12 plus 5 Waffen-Upgrade Nachladezeit? Ah, Schaden plus 1. Ich lasse es mal. Und gehe zum nächsten Quest. Säubere den Eingang der Forschungsstation. Mache ich gerne. Also ich probiere es zumindest. Aber der Eingang ist eigentlich da drüben. Achso, ich muss Gebiete säubern. Das war Gebiet 1, jetzt kommt Gebiet Nummer 2. Das säubern wir hoffentlich auch so locker. Diesmal passe ich sogar auf, ob ein Hund kommt. Ach, ich kann diese Hunde nicht leiden. Ja, Zombies und keine Hunde.
wusste ich's doch. Drei Schuss. Ah, für einen Hund. Nein. Eine noch. Schwupps, genau das war's. Ich hoffe, es hat keiner gesehen. So, jetzt ins letzte Gebiet. Wo kommt der Hund? Ah, diesmal kein Hund. Zählt er nicht. Oh yeah, öffnet es. So, ab in die Forschungsstation. Eventuell treffe ich hier den Waldbewohner. So. Stromausfall. Repariere die Stromversorgung. Okay. Aha. Diese Wegpunkte sind immer sehr wichtig. Alle 2 Meter einen Wegpunkt zu haben. Ich verwende auch nebenbei lieber die Sniper. Ich habe viel mehr Munition für die Sniper als für die Shotgun. Führt mich hinter das Gebäude. Jetzt wieder retour. Und eine Zombie-Dame noch. Und wir können schon zur Forschungsstation. Tipp. Ah. Wow. Hacke das Zutrittssystem. Puh. Was? Ich war doch genau drin. Vorher auch schon die ganze Zeit drinnen. Verstehe ich nicht, also bitte. Öffne die Forschungsstation. Jetzt geht's los. Oh yeah, Fallout-Feeling. Zombies. Ach, immer so viele Umwege. Einmal brauche ich das, einmal brauche ich jenes. Kaufen. Ach, ich habe so viel Wasser. So.
Der Eingang ist noch gut erhalten, aber ich weiß nicht, wie ich an dem Schloss vorbeikommen soll. Mhm, danke. So, Fertigkeiten. Ja, das ist jetzt nicht. Machen wir so. Handeln. Kann auch nie schaden. Strahlungswiderstand. Plünderer. Wenn es irgendeinen Wert hat, kann es verkauft werden. Für jedes verkaufte Stück Schrott erhältst du 15% mehr Münzen. Begabt. Für jede neue Stufe erhältst du 2% mehr Fertigkeitspunkte. Ja, das ist immer gut. Das ist doch immer gut. What's that? Schatzkarte des Waldgebietes. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir kurz noch dorthin, wo ich denke, Frank, der Verräter, mich zurückgelassen hat, sterbend, im Dreck liegend. Ja. Jeder Schuss sitzt. Einen Hund habe ich auch wieder gesehen. Und yes. What a shot. Da ist der Hund. Zwei Hunde. Gib bitte. Stirb, stirb. Stirb. Schaufel ausrüsten und los geht die Jagd nach dem Schatz aus der Schatzkarte. Wir graben den ganzen Tag. Silbermünzen, Munition, Handgranate. Ja, damit kann ich leben. Und ich mache mal gleich einen Abstecher ins Forschungszentrum und versuche da mein Glück. Die Chipkarte habe ich bekommen. Muss ich hacken, wenn ich die Karte eh habe? Was soll denn das? Hm.
Hallo. 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 Vorräte durchsuchen. Eine Handgranate aus, dann habe ich auch wieder einen Platz mehr. Das verwende ich. Zack, langsam wird's eng. Langsam wird's really eng. Emergency Room. Na dann. Da hinten. Hier bin ich! Ah, da wäre eine Tonne gewesen. Na? Na? Finden wir was? Finden wir nichts? No signal. Was ist? Durchaus hier mit der Sniper den Weg frei machen. Zack, zack, zack. Und die letzte. Was haben hier für Experimente stattgefunden? Und warum? Schweben Möbel. Gut. Unspektakulär geht dieser Auftrag zu Ende. Ja. Ein Bettler. Hello. Bist du so wie die nackte Frau, wo ich dann in einen Hinterhalt gelange? Hm? Hast du etwas Kleingeld? Ja, klar. Das war's? Okay, perfekt. Ich kann dich aber auch mitnehmen. Nicht?
voreilig. Ach komm! Bin ein bisschen zu früh dran. Doch eh nicht so schwer. Na bitte, geht doch. Oh yeah, Ammunition. Und ab ins Lager, wo wir wieder unsere alten Freunde treffen. Ace, den Verräter Frank, den Namenlosen, den Ältesten. Es ist echt gruselig, ich habe auch ein paar Zombies getötet. Der schickt mich permanent in der Gegend rum. So, hier verkaufen wir wieder ein wenig kann man immer brauchen. 7. Passt. Bisschen Munition für die Shotgun. Das passt. Und bevor ich zum nächsten Quest gehe, der mich wieder in die Forschungsstation bringt, verabschiede ich mich für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Wenn nicht, dann bitte genauso. Denn wir kleinen YouTuber müssen ja aufeinander schauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.